Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ja, ihr habt es bestimmt mitbekommen, jetzt wurden die RKI-Protokolle auch ungeschwärzt veröffentlicht. Dazu gab es in Berlin eine Pressekonferenz. In diesem Video möchte ich nicht groß auf diese Protokolle drauf eingehen. Wir wissen ja alle, dass Corona von vorne bis hinten ein riesengroßer Betrug war. Ich möchte hier vor allem einfach darauf eingehen, wie die alternativen Medien damit umgehen und was sie uns verschweigen. Diese ungeschwärzten RKI-Protokolle, die wurden jetzt veröffentlicht. Da wurden die angeblich Aya Valeskes zugespielt. Und da gab es dann mit Aya Valeskes, Bastian Baruka und Stefan Homburg gab es in Berlin diese Pressekonferenz, wo es vorgestellt wurde. Ich habe mir das auch mal angeschaut, diese Protokolle, aber nicht so im Detail. Was für mich da vor allem auch sehr spannend war, ich zitiere mal, da stand in der Krisenstabssitzung vom 5. November 2021, steht drin, in den Medien wird von einer Pandemie der Ungeimpften gesprochen. Aus fachlicher Sicht nicht korrekt. Gesamtbevölkerung trägt bei. Soll das in der Kommunikation aufgegriffen werden? Fragezeichen. So, und dann steht weiter unten, sagt Minister, das ist wahrscheinlich der Minister Lauterbach oder wahrscheinlich Herr Spahn, auf jeden Fall einer von den beiden war es. Das hat Herr Homburg hat gesagt, es war Herr Lauterbach, aber ich glaube, da war er zu dieser Zeit noch nicht Minister. Sagt Minister bei jeder Pressekonferenz, vermutlich bewusst, kann er nicht korrigiert werden. Das heißt also nichts anderes, als dass die RKI-Experten ganz genau wussten, dass die Regierung lügt, aber dabei geschwiegen haben. So schreibt die Bild-Zeitung das hier und auch RTL West hat auch sehr neutral oder schön neutral über diesen Fall berichtet, über diese Pressekonferenz, über diese ungeschwärzten RKI-Protokolle. Und ja, gerade das RKI, das hat ja 2008 hier sogar eine Stellungnahme über die Involvierung beim Nationalsozialismus geschrieben. Ich zitiere mal daraus, was damals 2008 da der Präsident des RKIs geschrieben hat, Jörg Hacker. Der war übrigens auch später 2009 bis 2020 Präsident von der Leopoldina, die auch mitgemacht hat. Und zwar steht in dieser Stellungnahme, fast alle haben mitgemacht oder geschwiegen. Auch eine Reihe technischer Angestellter und Verwaltungsmitarbeiter war schon vor 1933 Parteimitglied geworden. Für das Übertreten humanistischer Grundsätze, für die Verletzung der Würde und der körperlichen Unversehrtheit gibt es zu keiner Zeit der Welt eine Rechtfertigung, auch wenn der Mehrheit ein solches Verhalten toleriert oder gar fordert. Hier nochmal kurz als Einschub, dass mit dieser Pandemie der Ungeimpften, das wurde Ende 21 von allen wiederholt, übrigens auch international. Was wir gerade sehen, ist eine Pandemie der Ungeimpften. Was wir im Moment erleben, ist eine Pandemie der Ungeimpften. This is becoming a pandemic of the unvaccinated. This is a epidemic or a pandemic of the unvaccinated. The pandemic of the unvaccinated. A pandemic for the unvaccinated. It's a pandemic of the unvaccinated. Damit wurde gegen die Menschen, die sich noch nicht für die heilige Impfung entschieden hatten, wurde unwahrscheinlich Druck gemacht. Die haben auch in dem Umfeld Druck bekommen, so nach dem Motto, ja, guck mal, du hältst die Pandemie auf. Ihr liegt doch alle auf den Intensivstationen. Insofern lass dich impfen. Insofern mit dieser Propaganda wurde Druck ausgeübt ohne Ende. Die Leopoldina, wo Herr Hacker auch später Präsident war, die haben sich auch später für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen, die sie für ethisch und rechtlich gerechtfertigt halten. Insofern, wo Herr Hacker der Präsident war, die haben da offenbar seine eigene Stellungnahme nicht gelesen. Und weiter heißt es in der Stellungnahme, mitgemacht hat auch das RKI als Institution, das aufgrund seiner zentralen Stellung im deutschen Gesundheitswesen erheblich in die nationalsozialistische Gewaltpolitik involviert war. Ja, was soll man dazu sagen? Da wird uns Jahrzehnte immer eingehämmert. Nie wieder, nie wieder. Wir müssen aus der Schreckensherrschaft der Nazis lernen.
aber bei Corona sind wieder alle mitmarschiert. Insofern, ich sage auch immer, auch das, was der Nationalsozialismus, was die ganze Geschichte der Diktaturen angeht, das wird immer ja sehr infantil behandelt. Da heißt es da mal, ja, Hitler, der mochte keine Juden, hat sich dann alle vergast und die ganzen Zusammenhänge wird alles außer Acht gelassen. Natürlich, auch wenn man sich dann nicht mit diesen Mechanismen der Propaganda beschäftigt, dann kann man es natürlich auch nicht verstehen, wenn es dann wieder passiert. Aber wie gesagt, ich wollte hier gar nicht ganz so groß auf diese RKI-Protokolle oder auf die Rolle des RKIs drauf eingehen, was für mich viel, viel wichtiger ist, wie auch die alternativen Medien Corona behandeln. Also worum es mir hier geht, ist, dass so gut wie alle alternativen Medien den Kern dieser ganzen Corona-Lüge nicht thematisieren, manchmal sogar noch so weit gehen und die Menschen, die diese Thesen vertreten, angreifen, und zwar, das ist die sogenannte Virusexistenzfrage. Ihr wisst, wer hier meinen Kanal kennt, der weiß, dass ich da viele Videos dazu gemacht habe. Ich habe hier auch ein sehr schönes Video gemacht, wo das alles ja sehr gut zusammengefasst ist, wo jeder sehen kann, dass die Genomsequenzierung, dass man da nur eine einzige Probe hatte, man hat nicht irgendwie einen zweiten Patienten genommen, der gesund war, wo man mit der gleichen Probe versucht hat, eine Genomsequenzierung zu erstellen oder auch das PCR-Testprotokoll von Herrn Drosten. Das hat ganz, ganz viele Sachen, die man da kritisieren kann. Herr Drosten hat niemals einen isolierten Virus vorliegen gehabt. Er hat niemals einen Patienten gehabt. Er hat wirklich, so schreibt er es auch da in seinem Comment Drosten, in dieser Studie, wo sie damals dieses Testprotokoll erstellt haben, da schreibt er selbst, dass sie keinen isolierten Virus vorliegen hatten, dass sie sich nur auf die Daten aus den sozialen Medien verlassen haben. Insofern, wenn man sich das anschaut, wir haben keinen Virennachweis, kein Virenisolat, wir haben keine sauberen Kontrollexperimente, auch keine erfolgreichen Ansteckungsexperimente. Wie gesagt, das habe ich alles in dem Video ausgeführt. Mittlerweile gab es auch ein zweites Ansteckungsexperiment. Damals war es beim Imperial College. Da hat man ein groß angelegtes Ansteckungsexperiment durchgeführt. Da haben auch die Mainstream-Medien viel darüber berichtet. Aber keinem ist aufgefallen, dass sie da keine Kontrollgruppe hatten, dass diese Ansteckung, die man damit angeblich geschafft haben soll, dass die auch vom ganzen Studiendesign herkommen können. Insofern, jede Studie, die keine Kontrolle hat, ist absoluter wissenschaftlicher Unsinn. Da sind die Goldstandards nicht eingehalten. Und natürlich hat man jetzt, wo man in Oxford nochmal ein Ansteckungsexperiment durchgeführt hat, hat man auch wieder keine Kontrollgruppe gehabt. Also schaut euch das gerne an. Ich blende das hier nochmal ein. Verzeiht mir auch, wenn ich hier nicht alles so ganz, ganz genau einblende und ganz, ganz genau verlinke. Wenn ihr da irgendwelche Quellen braucht, schreibt mir gerne in die Kommentare, schreibt mich gerne an. Also dieses Video ist relativ spontan aufgenommen. Insofern vergibt mir, wenn ich hier nicht alle Details liefere. So, und da stellt euch auch mal die Frage, wer in den alternativen Medien, wer hat euch über diese Ansteckungsexperimente da aufgeklärt? Wo hat man bei einem Bodo Schiffmann, bei einem Bhakti, bei einer Aya Valesk, wo hat man da jemals von diesen Ansteckungsexperimenten gehört? Von keinem. So, und um jetzt auch mal diese Leute da durchzugehen, die bei der Pressekonferenz die ungeschwärzten Protokolle vorgestellt haben, da haben wir dann einmal Aya Velasquez, die das alles aufgearbeitet hat. Also ich muss sagen, ich habe mir nicht ganz so viel von ihr angeschaut. Ich habe mitbekommen, sie hat damals den sogenannten Sturm auf den Reichstag, hat sie ganz genau auseinandergenommen, wo ich sage, ja, ich meine, man sieht von vornherein, da muss man sich gar nicht, da kann man sich natürlich im Detail mit auseinandersetzen, aber man hat von vornherein gesehen, dass bei der Demo da im August, die Medien haben sich da alle nur auf die paar hundert Leute gestürzt, die da angeblich den Reichstag gestürmt haben. Dabei sind sie nur auf die Treppe gegangen und haben so ein bisschen gejubelt. Man hat dann aber natürlich die anderen Demonstranten, die anderen viele Zehntausende Demonstranten, die da auf dieser, wie heißt die, bei der zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule waren, die hat man natürlich verschwiegen. Insofern, klar, man kann sich dann natürlich drauf stürzen und sich das alles genau anschauen, ist vollkommen legitim. Aber meiner Meinung nach, wer nicht radikal ist, wer nicht an die Wurzel dieses ganzen Märchen geht, der
Ja, der verschwendet einfach nur die Zeit der Menschen, der beschäftigt die Menschen, wir Leute, die nach der Wahrheit suchen, der verschwendet deren Zeit, indem er sich mit ganz, ganz vielen Details auseinandersetzt, aber niemals zu diesem Kern der ganzen Viruslüge vordringt. Und da auch, ich sage halt immer, man kann sich natürlich über Lockdowns, Schulschließungen, über Masken, was haben die gesagt, unterhalten. Aber letztendlich, wenn man von vornherein gesehen hat, dass die ganze Virologie seit über 100 Jahren alles unbelegte Theorien sind, Theorien, die sich immer wieder falsifiziert haben, dann muss man sich über diese ganzen Details nicht unterhalten. Insofern, ich sage immer, seid, wenn möglich, bei allem radikal, geht an die Wurzel. Radikal kommt von Radix, an die Wurzel gehen. Insofern, das versuche ich immer zu machen und da würde ich mich wünschen, wenn das auch meine Kollegen in den alternativen Medien machen würden. Ja, wer war da bei der Pressekonferenz noch dabei? Das war Stefan Homburg, der war ist Professor in Hannover. Der macht natürlich halt auch viel Aufklärung da. Ich will das auch überhaupt nicht schlecht reden. Natürlich ist das alles irgendwie wichtig. Es kann auch Leute auf Widersprüche aufmerksam machen, dass sozusagen die Schlafschafe hier, die I support the current thing, dass sie Widersprüche sehen. Aber wie gesagt, ohne dass man da radikal ist, an die Wurzel geht, das ist für mich halt einfach unvollständige Aufklärung. Und warum sie das machen, gehe ich später nochmal drauf ein. Der dritte im Bunde ist Bastian Baruka. Der hat übrigens sogar ein Interview mit Jeanette Barr gemacht. Jeanette Barr gehört zum Team von Next Level als Biomathematikerin. Also Next Level sind die, mit denen ich sehr viel zusammengearbeitet habe bei der Virusexistenzfrage. Ich war ja auch mit Marvin, dem Pressesprecher von Next Level, war ich auch bei Professor Streit. Schaut euch das auch mal gerne an, wenn ihr das Video nicht kennt. Next Level ist sozusagen die erste Anlaufstelle für die Virusexistenzfrage. Sie stecken da sehr, sehr viel Herzblut rein, um diese Lüge aufzudecken. Und ja, Bastian Baruka hat mit Jeanette ein Interview gemacht. Er weiß also darüber Bescheid, über diese Virusexistenzfrage. Aber wie gesagt, ich habe in diese Pressekonferenz nicht wirklich reingeschaut, nur mal ganz kurz. Da habe ich dann halt gesehen, dass Bastian, den ich auch sonst sehr schätze, also muss ich sagen, mit seiner Naturpädagogik, für mich macht er einen sehr authentischen Eindruck. Er spricht dann über, was die Kinder darunter gelitten haben und was es da und da für Widersprüche gibt. Alles schön und gut, aber wie gesagt, geh bitte an die Grundlage. Ja, also von Aya Valeskes und von Homburg, die auch sogar die sogenannten Virenleugner angegriffen haben öffentlich oder beziehungsweise hier hat auch jemand bei mir in den Kommentaren geschrieben, hier hat Aya Valeskes darauf hingewiesen oder hier haben wir auch Stefan Homburg, der bei Twitter darauf hingewiesen wurde. Wir wissen also alle Bescheid, sprechen es aber trotzdem nicht an. Warum? Gehen wir gleich mal drauf ein. Also bei Aya Valeskes, ich muss sagen, natürlich klar, es heißt ja auch in der Bibel, heißt es so schön, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und da kann man sich dann natürlich auch mal anschauen, was haben sie für einen Hintergrund, was haben sie vorher gemacht. Und wenn ich mir Aya Valeskes anschaue, natürlich wird jeder jetzt sagen, ach, das ist Argumentum ad hominem, man greift die Person an, aber Aya Valeskes hat alt oder arbeitet als Escortdame, sie verkauft ihren Körper, sie hat vorher mit Masken Geld verdient, sie hat irgendwie Masken selbst gehäkelt, das sagt sie alles öffentlich, also nicht, dass ich hier irgendwelche schmutzigen Details zum Vorschein bringe, das steht sie auch öffentlich überall zu und sie war, soweit ich weiß, auch vorher bei Extinction Rebellion war sie Aktivistin. Wenn so eine Frau auf einmal sich so schnell dreht und dann gewisse Themen wie die Virusexistenzfrage, die wichtigste Frage überhaupt, außen vor lässt und dann auch, wie ich mitbekomme, alle anderen immer ganz schnell als kontrollierte Opposition bezeichnet, das hinterlässt bei mir so ein gewisses Geschmäckle, wo ich mich dann frage, ist die Frau wirklich so ein bisschen einseitig oder hat sie einen Auftrag? Ist sie gekauft? Da natürlich, klar, man kann immer nicht sagen, was da wirklich dahinter steckt, das muss jeder für sich entscheiden. Man kann nur Indizien sammeln und so ein bisschen nach den Indizien und nach seinem Bauchgespür gehen. Wie gesagt, also mein Bauchgespür
oder mein Bauchgefühl bei Aya Velasquez, wo ich sage, ah, ich vertraue ihr nicht so ganz. Der Homburg, ich denke, der ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, ich glaube einfach, der ist so tief im System drin, dass er natürlich Widersprüche sieht, aber nicht ganz so radikal sein will. Und Bastian, ja, der ist Familienvater, der hat so viele andere Sachen um die Ohren. Ich glaube, der hat auf jeden Fall ehrliche Absichten. Auf jeden Fall, wir sehen, dass Corona von Anfang an eine geplante Aktion war. Das sehen wir an den Planspielen. Es gab daher Operation Lockstep, irgendwie Bill und Melinda Gates Foundation haben da irgendwelche Szenarien entwickelt, die dann alle genauso eingetreten sind. Auch wenn man sich anschaut, Bill Gates hat überall seine Finger mit im Spiel. Da kann man natürlich denken, ah, Bill Gates ist so der liebe, nette Philanthrop, der irgendwie der Computer-Nerd ist. Aber ich meine, Bill Gates war mit Jeffrey Epstein in seinem Lolita-Express, als er bereits verurteilt war. Und wenn man sich das anschaut mit Epstein, mit seinem, der wahrscheinlich auch ja, ein Mossad-Agent war, wenn man sich das mal alles genau anschaut, übrigens auch Melinda Gates hat sich von Bill Gates getrennt, weil er mit Epstein abgehangen hat. Also solchen Menschen ist auf jeden Fall nicht zu vertrauen. Und auch wenn man sich anschaut, wie mit Kritikern umgegangen ist, ihr wisst, jeder, der irgendwie da seinen Mund aufgemacht hat, der wurde, wenn er eine gewisse Reichweite hatte, wurde er öffentlich angegriffen. Es ging sogar so weit, dass Präsidenten und einflussreiche Politiker dann plötzlich und unerwartet gestorben sind. Schaut euch auch dazu unbedingt dieses Video von KlarTV an. Ich weiß, KlarTV kommen oft nicht so seriös rüber, aber die Quellen sind sehr sauber. Schaut euch das unbedingt an, da mit diesen plötzlichen Todesfällen in Tansania, in Haiti, dann gab es noch ein paar andere afrikanische Präsidenten. Das stinkt alles ohne Ende. Hier auch wieder, man kann nur Indizien sammeln. Klar, wissen kann man es nicht. Da ist auch ein Freund, der fragt mich immer, ja, warum sollten die das machen? Wer steckt dahinter? Wo ich sage, du, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Natürlich, klar, kann man sagen, es sind irgendwie finanzielle Interessen oder irgendwas. Man kann einfach nur die Fakten sammeln und sozusagen einen Indizienprozess führen. Es ist ja halt immer, ich komme immer mit dem Vergleich, wenn irgendwo jemand tot liegt, dann kommt die Polizei auch an und sammelt erstmal Beweise, schaut erstmal, wie wurde er getötet, wer war da, was gibt es für Zeugen und so weiter. Man sammelt erstmal die Fakten und dann kann man sich erst Gedanken drum machen, wurde er getötet oder warum konnte die und die Person den Menschen getötet haben. Und die Menschen, die wollen halt immer erst wissen, cui bono, die wollen halt immer erst wissen, warum das alles gemacht wurde, warum diese ganze Agenda durchgedrückt wurde. Aber letztendlich, ich sage immer, das spielt keine Rolle. Das wissen wir nicht, da können wir nur spekulieren. Es kommt auf die Fakten drauf an und die sprechen eine ganz, ganz klare Sprache. Und wenn wir dann sehen, dass die ganze Corona-Pandemie von vorne bis hinten durchgeplant ist, dann kann man sich natürlich auch fragen, was mit der Opposition ist. Ich meine, Stalin soll ja schon gesagt haben, der beste Weg, die Opposition zu kontrollieren, ist sie anzuführen. Oder auch wenn man sich mal George Orwell 1984 angeschaut hat, da ist ja auch wie heißt er, die Opposition, ich komme jetzt irgendwas mit Stein, die Opposition, die ist dann auch kontrolliert. Insofern, meiner Meinung nach, gibt es in den alternativen Medien viele, die ja, bewusst oder unbewusst gesteuert sind, wo ich das meiner Meinung nach relativ klar sehe. Das sage ich jetzt auch nicht das erste Mal. Das ist bei Zuckeri Bhakti, der ganz klar die Corona-Opposition anführt, hier auch wieder seine Arbeit, natürlich klar, er hat viele Menschen da kritisch gemacht, hat viele Menschen davor bewahrt, sich impfen zu lassen, was natürlich alles gut ist, aber er hält das Viren-Narrativ aufrecht, indem er darüber nicht spricht. Ich schaue noch mal ganz kurz hier meine Notizen. Ich meine, wenn man sich auch Bhakti anschaut, er kommt aus einer Diplomatenfamilie, sein Sohn hat mit Corona-Tests Geld verdienen. Natürlich, klar, sagt er dann ja und ich habe keinen Kontakt mehr mit meinem Sohn. Mag nichts heißen, aber hinterlässt auch schon ein kleines Geschmäckle. Dann hat er zu Anfang, hat Bhakti auch, hat er ein ziemlich professionell wirkendes Video veröffentlicht, wo ich mir denke,
kann ja sein, dass da irgendwie so ein professionelles Videoteam da an der Hand hat, wo die innerhalb von kurzer Zeit da so ein Video veröffentlichen. Kann alles sein, aber wie gesagt, für mich alles ein bisschen merkwürdig. Und da, wo ich es ganz klar gesehen habe, war bei dem AfD-Symposium, das war ja Anfang des Jahres, da hat dann die AfD so ein großes Symposium im Bundestag abgehalten, wo man dann mehrere Experten eingeladen hat. Da war Bhakti dann ja sozusagen der Prominenteste und da hat er dann, schaut euch das genau an, er hat so sinngemäß gesagt, ja, die Ärzte, die alle geimpft haben, die konnten es nicht besser wissen, sie wurden getäuscht, so von wegen, impfen sie nur, wenn sie wissen, dass die Impfstoffe in Zukunft nicht verunreinigt sind. Und wenn sie das wissen, dann sind Impfungen in Ordnung. Das heißt, er hat letztendlich alle Ärzte, die die Impfung verteilt haben, die gespritzt haben, hat sie von ihrer Schuld freigesprochen, obwohl jeder, der sich die Studien genauer angeschaut hatte, ich habe da auch viel drüber gesprochen, ich habe hier auch einen ausführlichen Telegram-Artikel, den ich mir wieder eingeblendet habe, dazu geschrieben. Insofern, die Ärzte konnten es wissen, wenn sie sich nur kritisch informieren. Aber Bhakti hat jetzt alle sozusagen von ihrer moralischen Schuld freigesprochen und hat natürlich das Virenthema nicht angesprochen. Insofern, damals nach diesem AfD-Symposium habe ich ihn auch mal eine Interviewanfrage geschickt, habe gefragt, hey, wie sieht's aus, wollen wir uns nicht mal unterhalten? Mehr da abgesagt, vielleicht hat er recherchiert, vielleicht hat er sich meine Videos angeschaut und hat geschaut, dass ich da radikal bin, dass ich da die Virusexistenzfrage stelle. Angeblich mit dem Grund, ja, er wollte sich zurückziehen. Das war sozusagen sein finaler Auftritt. Kurz darauf hat er aber immer wieder Interviews gegeben. Da gibt er jeden Hans und Franz Interviews. Mag auch nichts heißen, aber wie gesagt, fand ich schon ein bisschen auffällig. Ich habe auch von anderen Kollegen gehört. Ich will jetzt hier keine Namen sagen, aber ich habe das auch schon mal öffentlich gesagt. Die Bhakti interviewt haben, da hat er dann vor dem Interview hat gesagt, hey, wir können über alles reden, aber nicht über die Virusexistenzfrage. Und da auch, warum klammert er das aus? Meiner Meinung nach sind das klare Indizien dafür, dass er eine Agenda hat. Beim AfD-Symposium, auch der einzige übrigens, der das angesprochen hat mit der Virusexistenzfrage, der für mich auch einer der ganz, ganz wenigen ist, von den sogenannten Experten, der absolut Rückgrat hat, das ist Mike Jeden. Mike Jeden war Direktor bei Pfizer, hat da ja jahrelang an Viren und Medikamenten und alles Mögliche geforscht und hat für sich erkannt, hey, das ist alles, die ganze Virologie ist absoluter Unsinn. Den haben Andrew Kaufman und so weiter, so diese Amerikaner, die mit der Virusexistenzfrage, die Virusexistenzfrage stellen, die haben den so lange genervt, bis er eingestehen musste, ich lag falsch. Und da sah ich habe unglaublich Respekt vor diesem Mann, weil letztendlich, er muss sich hinstellen und sagen, hey, mein ganzes Leben Werk, ich habe an Feenstaub geforscht, ich lag die ganze Zeit falsch. Und da, das kann natürlich auch ein Grund sein, warum solche Leute wie Bhakti, Wodak, Schiffmann und so weiter das Thema nicht angehen, weil sie natürlich sich dann eingestehen müssten, ihre ganze professionelle Karriere war für die Katz sozusagen. Natürlich, man darf nicht vergessen, wir haben natürlich alle eben ein Ego, aber da dann zu sagen, hey, ich bin bereit, meine Position zu revidieren, auch egal, was es bedeutet, ich glaube, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Dann noch mal ein Detail, was ich hier fast vergessen hätte, das Video von Mike Jeden, das ist im Nachhinein nicht bei der AfD online bei YouTube erschienen, die Rede, die hatten sie rausgeschnitten, alle anderen Reden hatte man hochgeladen, nur Jeden hatte man rausgelassen. Da hatte ich dann eine Presseanfrage an die AfD gestellt, die dann auch relativ schnell beantwortet wurde, aber die Antwort ist bei mir im Spam-Ordner gelandet und dadurch, dass ich dann irgendwie geschrieben hatte bei Telegram, die Anfrage ist bis heute unbeantwortet, wurde ich dann von dem Martin Sichert, von diesem gesundheitspolitischen Sprecher der AfD, wurde ich dann tatsächlich abgemahnt, beziehungsweise von seinem Hausanwalt oder ich müsste nochmal genau nachschauen, was das war, auch egal, auf jeden Fall wurde ich abgemahnt, so wo ich sage, okay, was heißt abgemahnt, auf jeden Fall, mir wurde mit rechtlichen Konsequenzen gedroht, fand ich auch nicht so schön. Man hätte vielleicht einfach ganz freundlich schreiben können, hey, guck doch mal nochmal rein und korrigiere das mal. Aber man hat gleich irgendwie zu harten Bandagen gegriffen. Auf jeden Fall, das Video von Mike Jeden
ist dann im Nachhinein auch aufgetaucht. Schaut euch das auch gerne nochmal an. Man hat dann irgendwelche Sachen da ausgeführt, wo man, ja, das hätte man nicht hochladen können, das war zensurgefährdet, bla bla. Das war alles schon längst so einer Zeit, da kommt man bei YouTube wieder alles sagen zu Corona und trotzdem hat man das rausgeschnitten. Aber oh Wunder, Bhakti hat dann tatsächlich im Mai bei seinem Verein hatte einen Text mit Palma veröffentlicht zu dieser Virusexistenzfrage, aber wo ich sage, jeder, der sich mit diesem Thema mal ein bisschen intensiver auseinandersetzt, der hat gesehen, dass er auf die wichtigsten Themen da überhaupt nicht drauf eingeht. Thema Kontrollexperimente hat er überhaupt nicht angefasst. Da ging es dann auch hin und her, dann Next Level hat er darauf geantwortet, dann hat Palmer nochmal drauf geantwortet, dann Next Level und Thorsten Engelbrecht nochmal. Thorsten Engelbrecht hat auch ein schönes Buch mit Klaus Köhnlein geschrieben, Viruswahn, ist auch ein Kumpel von mir hier aus Hamburg. Also jetzt mal, um zum Abschluss zu kommen, meiner Meinung nach ist da bei Corona auch bei den Alternativen viel, viel mehr gesteuert, als man sich überhaupt vorstellen kann. Wie gesagt, das alles zu belegen ist immer nicht ganz so einfach. Man kann ja auch sagen, immer in dubio pro reo. Ich weiß halt auch von Kollegen, dass sie halt einfach, ja, oft einfach nicht wirklich recherchieren. Da zum Beispiel ein Kollege hat auch mal beim Israel- und Palästina-Konflikt sehr einseitig, sehr pro-Israel-mäßig berichtet. Dann hatte ich mit ihm telefoniert und hab ihn auch mal gefragt, du hast dich eigentlich mal mit der Geschichte der Weltkriegen, hast dich mal mit der Balfour Declaration, hast dich mit den ersten Siedlern mal beschäftigt, hast dich allgemein mit dem Zionismus beschäftigt. Nein, das hatte er nicht. Und da kann ich natürlich verstehen, dass wenn man so im Tagesgeschäft ist, sich dauernd über irgendwelche Aussagen der Politiker aufregt oder jedes Mal, wenn eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird, da darauf anspringt, da hat man natürlich auch wenig Zeit, sich die Details anzuschauen, mal tiefer zu gehen, radikal zu sein. Insofern, das ist auch mein Aufruf an euch. Versucht euch nicht zu viel von allen möglichen Sachen ablenken zu lassen. Seid radikal, geht an die Wurzel, schaut euch alles im Detail an. Bei Corona, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, die Virusexistenzfrage. Ist auch unglaublich befreiend, wenn man dann erstmal weiß, dass man nicht durch irgendwelche Viren oder Bakterien krank werden kann. Auch, ich meine, ich rede in meinem Umfeld da schon die ganze Zeit drüber. Eine Freundin, die meint jetzt auch so von wegen, sie ist, seitdem sie es weiß, gar nicht mehr krank. Wenn sie das Gefühl hat, dass sie irgendwie krank wird, dann weiß sie, das hat irgendwie mit ihren Lebensumständen, mit ihrer Ernährung, mit zu wenig Schlaf zu tun. Und es ist jetzt kein böser Virus, wo sie nichts dafür kann. So, das heißt, es ist auch komplett anderer Perspektivwechsel, wenn man weiß, es gibt keine ansteckenden Viren, übernimmt man Verantwortung für sein eigenes Leben, für seine eigene Gesundheit und man hat auch keine Angst mehr, wenn dann irgendwie die wieder mit Vogelgrippe kommen, Kaninchen schnupfen oder was die sich alles einfallen lassen. Insofern, das war's von mir hier mit meinem spontanen Video, ein bisschen aus der Hüfte. Wie gesagt, verzeiht es mir, wenn das hier so ein bisschen durcheinander ging und alles nicht teilweise nicht ganz so genau belegt ist, wie ihr das sonst von mir gewohnt seid, aber ich wollte hier mal auf die Schnelle dieses Video veröffentlichen, damit ihr auch mal wieder was von mir hört. Also, das war's von mir. Vielen Dank fürs Anschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.